Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Oculus Rift Video und zwar Lone Echo. Ja, Lone Echo ist ein Game, was neu auf dem Markt ist. Ich habe hier einmal die Oculus, Touch, also die Rift Touch Controller. Das Ganze habe ich zur Verfügung bekommen von Oculus. Ist ein kleines Product Placement, das heißt Oculus hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt, gibt mir ein paar Spiele aus dem Oculus Store, wie eben hier Lone Echo, was ganz Neues oder was relativ Neues, was ziemlich cool ist, also das kann ich euch schon mal sagen. Und ich kann quasi meine freie Meinung darüber bilden, kann dieses Spielerlebnis erfahren, kann das mit euch teilen und so weiter und so fort. Und meine Entlohnung ist in diesem Sinne, dass ich eben die Oculus behalten darf. Ja. Deswegen eben ein kleines Product Placement. So, ich hoffe, euch gefällt es auf jeden Fall. Wie gesagt, hier die Bänder von den Touch-Controllern immer schön drum machen, ne? Safety first. Und ich würde aber gar nicht weiter groß rumlabern, sondern würde direkt bei Lone Echo einsteigen. Ich habe es nochmal ganz kurz angezockt, um hier eben alles einzustellen, um mir das schon mal anzugucken. Und ich kann euch sagen, es ist ziemlich heftig. Ich würde sagen, wir starten auch erstmal. Ich setze mal die Brille auf. So. Und wir tauchen mal ein in die Simulation des Weltraums. Ja, darum geht's nämlich, ne? Eine Weltraumsimulation. Aber nicht nur das, sondern Moment. Acknowledged. Recording. Okay. This is Captain Liv Rhodes, personal log entry for 7 of October 21. Also ich kann euch sagen, es ist ein Weltraumsimulation. This will be my final week aboard Kronos 2. In just a few days I'll be leaving Saturn mit Singleplayer Story, mit Multiplayer. Es gibt noch Echo, nicht Lone Echo, sondern Lone Arena. Und ja, ist ein eigenständiges Spiel, Lone Arena, und gibt es quasi auch im Store. Wow, Oculus Store. So. Anyway, all mining sites are running smoothly. Overnight harvest totals are a bit lower than I'd like. Oh, we had some sputtering on the number 12 RCS thruster, but Jack and I managed. Oh, Jack. Good. Hera, pause recording. Acknowledged, Captain Rhodes. Morning, sunshine. Morning. How are we feeling today? Oh, I'm feeling pretty good. Jack, are you with me? Yeah. Hera, let's go ahead and run Jack's calibration program. Die Hände sind der Oberhammer, Leute. Right. In you go, Jack. I'll see you in a few. Okay, Helm wieder drüber. Wir fahren zurück. Upsala. Das Krasse ist wirklich, dass man so ein bisschen auch, immer mal das Gleichgewicht verliert. Also, ihr seht das vielleicht gleich. Durch dieses Schweben im Weltraum und so weiter, es ist echt zu krass. So, jetzt kriegen wir aber erstmal die First Instructions. Das heißt, wir werden erstmal eingestellt auf Schwerelosigkeit und Weltraum. Was eine ziemlich krasse Erfahrung ist, also das kann ich euch schon mal sagen. So, wir können natürlich hier unsere Hand schließen, bewegen und so weiter und so fort. Ja, können da eine Faust machen. So. Now reach out and grab the glowing disc that just appeared. Okay. Jetzt sollen wir die da reinschmeißen. Das ist eine meiner leichtesten Übungen übrigens. So. Calibration module complete. Please stand by. Aha. So, das war quasi schon das erste Tutorial. Wir können Holo-Buttons benutzen, können wie immer Gegenstände, Sachen greifen und alles. Und ja, ziemlich cool einfach. Aber es wird noch viel cooler, das seht ihr nämlich gleich. So, jetzt geht's das erste Mal in die Oh, Alter. Das ist einfach, wenn dieses Teil so vorfährt und dann so stehen bleibt. Man versucht das irgendwie so auszugleichen. Das ist der Hammer. So. Okay. Okay, unser Bügel ist aufgegangen. Jetzt haben wir da unten auch noch irgendwo den Körper. Okay, wir können uns jetzt hier festhalten und können quasi. Wow. Diese kleinen Soundbugs, muss ich euch sagen, habe ich absolut keine Ahnung. Oh, nein. Okay. Now carefully pull yourself forward. Da war die Decke. Scheiße. To glide to the exit. Okay, das ist sehr gut. Sind wir gut durchgekommen. Calibration module complete. Module M205. Ist wirklich der absolute Hammer.
Okay, wir uns werden jetzt unsere Thrusters erklären. Wir haben hier quasi an den Händen solche kleinen Thruster, mit denen wir auch uns hier bewegen können, steuern können, jegliche Richtung und so weiter. Guck mal, wie gelenkig meine Arme sind. Ja, das ist der Hammer, oder? Das sieht schon geil aus. So, die Thruster aktivieren. Activate right thruster. Na? Now please exit the activation pod and use your maneuvering thrusters to reach so. Okay, wir sollen jetzt ja quasi nur die Thruster benutzen. Please press the hollow button near the door to proceed. Okay. Good. Now navigate the environment using only your maneuvering thrusters. Do not grab any surfaces during this test. Okay, also wir sollen jetzt hier quasi nur mit den Thrustern durch, am besten nichts berühren, logischerweise. Holy shit. Reboot initiated. Okay. Alles klar. Oh mein Gott, was? Bin ich das? Try again. Okay. Also, es ist unglaublich. Thruster calibration at 50%. Okay. Also, es ist. Absolut, absolut unglaublich. Hammerhart. Es ist wirklich hammerhart. Module C111. Communication. Man muss sagen, für das Game braucht man ein bisschen Platz auch. Also das ist mit meinem kleinen Bereich hier, den ich habe, jetzt noch habe. Das wird sich ja irgendwann jetzt ändern. Also okay, also wir haben noch einen Dialog-Button. Okay. Input confirmed. Now. Upsala. The dialog button. Like this. Correct. Vocal selection acknowledged. Often you will have a limited time to select a reply. In these cases, silence is considered a viable option. Do you understand? Yes. Acknowledged. I'm ready to proceed. Understood. Continuing calibration. Now exit the activation pod and move into the room ahead. You can also initiate conversations at points of interest throughout the world. If you look at certain people or objects while you are close to them, their name will appear, and an icon will indicate that you can use the dialogue button. Hi. You may then hold down the dialogue button and select an option, just like a reply. Now start a conversation with the labor unit and speak about the Fury transport model in this room. Okay, das ist das Transport Model, das ist die Fury Unit. Das heißt, wir können jetzt hier einmal. Unit 42, what is your primary directive? To assure the. Ich hab Beine! Well-being of Kronos 2. Who serves aboard the Kronos 2 station? Captain Olivia Rhodes and you, the prototype Series 11 android designated as Echo 1. Please talk about the two points of interest in the room to continue. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu der Unity Report. A Mark 1 Fury transport. 148 scale. Okay. Be advised. While real Fury transports can be used to travel to distant locations across the Kronos 2 station, I do not recommend attempting to run fucking 360 Grad um das Objekt. Also, das ist echt super. Communication system fully calibrated. Would you like to proceed to the next module? Oh. Es ist fucking gar nicht so einfach. I'm ready to proceed. Acknowledged. Please stand by. Module A131, Data Scanner. Data Scanner? Error. Calibration Program Failure. Stand by for reboot. Oh, das ist nicht gut. Das Kalibrierungsprogramm ist abgestürzt.
Echo unit is the perfect subject for our initial test runs. This is crap. I'm 1 week from leaving, and you're just now telling me Jack's not coming. Command wants the Echo unit to assume your duties when you leave for Ceres. Well, how long has Command known about this? Liv, I don't think... How long? Higher-ups have been discussing it for maybe 6 months. 6 months? But the final decision didn't come down until late last week. No, forget it. This is unacceptable. Command's not really asking for your approval here. Tell Command to look at our numbers. Look at our harvest totals, purity levels. Our efficiency rating jumps 3 points every quarter. Command wants to see numbers like that on Ceres? I need Jack with me. Still calling him Jack, huh? Well, what else would I call him? Look, I get it. You've been working with that particular unit a while. Okay, I see where this is going. But it's a machine. It doesn't actually care about you. Whatever attachment you think you have with it isn't real. It's all just algorithms and subroutines. This is different. Jack is different. Either way, it doesn't matter. Your orders stand. The Echo unit is to remain on the Just... Is that understood, Captain Rhodes? Understood. Ist der Hammer, oder? Also, ich find's krass. Die ganze Grafik und alles, das ist schon ziemlich fresh. So, Olivia. Come to me. Jack, oh, what happened? Ich halte dich fest, Olivia. Nicht, dass du wegfliegst. Oh. My calibration program crashed. I appear to be stuck in the activation pod. That's odd. Your diagnostic programs never just flat out crashed. There you go. It must have suspended the pod's release procedures. In the event of activation pod failure, Titan Protocol recommends performing a complete power cycle of the pod, followed by a level 3 inspection of... Die ist aber ganz schön. Nimm ich mit. You're set. Listen, about my conversation with Command, how much... Oh Mann, Olivia, sei denn nicht so. Okay, hier fliegt irgendwie das ganze Zeugs rum. Okay, wir folgen einfach mal Olivia. Olivia hat sich okay, ein bisschen, habe ich das Gefühl. Well, I'm just gonna put it out there. Oh, fuck. You're not coming with me to Ceres. Command wants you to stay here and take over my duties as station commander, so... Okay, ich glaube, wir hören uns erstmal an, was sie zu sagen hat. Yeah. Yeah, I know. Look, they just hit me with this news a few minutes ago. I mean, Command splitting us up, I never even considered it a possibility. I'm not entirely sure what to say. Except... Orders are orders. Command must have their reasons. Doesn't necessarily mean they're good ones. Regardless, it doesn't seem like there's anything we can do. Come on then. Sieht einfach so echt aus. Putting it off. Let's get our last week started. Wow. Why don't you go activate the bridge while I pull the overnights? Copy that. Can I help you? Wow. Wow. Das ist crazy. Also das ist wirklich crazy. Oh, fuck. Hey, Olivia, so. Können wir noch using upset objective? Did you say you wanted me to activate the bridge? That? Towards the forwards. Oh man, diese Soundbugs manchmal. Did you say you wanted me to activate the bridge? Blöd. That I did. Towards the forward center console. Okay, activate the bridge. Moment. Was haben wir hier? Swear Monkey, okay. Your swear count is not increased for nearly 10 hours. Congratulations. Oh, quit playing with that damn thing. I mean, shit. Never mind. Okay, Leute, wir müssen weiter. Ich glaube, da vorne, das ist die Brücke. Oh, fuck. Okay, was ist das? Damage. Hull Blend. Ah, okay, von Kronos 2. This hull plate is from Liv's first accident on the station.
Unless we experience 22 further incidents in the next week. Das ist so krass, Alter. Es ist wirklich so krass, Leute. And her tenure as captain with the... What? Are you going to leave these behind? I hadn't really thought about it. Why? Do you want to keep them? And what purpose would I have for toy dinosaurs? Well, something to remember me by? You forget... Okay. ...memory is archived. I can... remember you. Suit yourself, but it won't be the same. Would you like me to archive this list for you? That way we could remove this note. No, thanks. I actually like a bit of clutter. Makes it feel more like home. I am well aware of this fact. Are you calling me messy? Oh, fuck. Holy shit. Okay. Don't think I can't hear that silent judgment, Jack. Schwerelosigkeit ist so für einen Normalsterblichen echt so eine Sache, ne? Das muss man jetzt mal so sagen. Ach du Scheiße. Okay. What? Okay. Bridge activate. Transitioning to daytime cycle. Wow. I'm really going to miss this part. I'll get started on the morning checklist in a bit. Just give me a moment to soak in this view. Take your time. Wow. I have something on my face. You seem upset. You're getting way too good at reading human responses, you know that. Well, I have had a few years of practice. Yeah. It shows. Unglaublich. Let's get started on that checklist. You sure? There's no rush. It is our last week, after all. Okay. Yes, I'm sure. We should try to maintain our schedule. Suit yourself. All work and no play. What was that? Nothing. So, Jack, I suppose congratulations are in order. For what? For your promotion. There's really no need for that. Come on now, it's a big deal. In a few days, you'll be Captain Jack. What? So, congratulations, Captain Jack. What I mean is, as an Echo unit, I hold no official rank. So, technically, I can't be promoted. Right. Well, bin gerade ein bisschen sprachlos. Captain Jack has quite the ring to it. Also, you are the only person who calls me Jack. To everyone else, I am merely Echo One. Is that your way of saying you're going to miss me? I have no... What was that? What? Jack, did you feel that? Yup. What the hell? Please tell me you can see that. Wow, what? Okay. Oof. Yeah, I'm sorry. Was, um was geht's gerade? Yes, Jack? Oh, okay. Sorry. Aber um was geht's gerade? Ich versteh's nicht. Weil ich was machen soll. Was denn? Hallo. Come take a look at this. Irgendwas passiert hier, oder? Ich habe keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, werden wir, glaube ich, oh, ich muss mal das Ding kurz abnehmen, hier erstmal Feierabend machen. Alter Schwede, ist das eine krasse Erfahrung, hier einzutauchen, mit dieser ganzen Weltraumgeschichte und alles. Lecco mio, Lone Echo,
absolut geiles Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mit meinem Meta-Mameter hier, den ich aktuell nur zur Verfügung habe, etwas schwierig. Der Bereich müsste etwas größer sein, aber im Großen und Ganzen funktioniert es echt gut und von daher, ich bin wirklich begeistert. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Däumchen da lasst, wenn ihr mehr Videos noch sehen wollt und alles. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was für Spiele ihr gerne hättet. Und ich bin erstmal raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manus. Tschüss!